eine Kleinigkeit noch drauf. Wir gehen zurück bis in die Kindheit. Wie ich noch ein ganz kleiner Bub war, habe ich eine sehr liebe Tante gehabt, die Tante Hermine, die mir schon bald eine Geschichte erzählt hat, die mir riesig imponiert hat. Es ist eine Manövergeschichte und spielt sich in die flacheren Gebiete in Oberösterreich ab. Stellen Sie sich einen großen, vierigen oberösterreichischen Bauernhof vor. Durch den ist ein Bacherl durchgeflossen und dieses Bacherl ist längst einer Landstraße draußen weiter. Und auf diesem Bacherl ist ein ganzer Haufen Anden dahergeschwommen. Die sind so dahergeschwommen. Die waren alle gut aufgeregt. Die haben ja keine Ahnung gehabt, dass heute noch Soldaten kommen. Haben geschnaudert untereinander, haben vom Fressen gekriegt. Man hat so einen Kuh gedreht, man ja immer vom Fressen. Sind so hinaus und haben gesagt, bald schmeckt's mir, bald schmeckt's mir nicht, bald schmeckt's mir, bald schmeckt's mir nicht. Aber halt schmeckt's mir, halt schmeckt's mir, halt schmeckt's mir, halt schmeckt's mir. Und sind so hinausgeschwommen. Kaum waren sie bei der Landstraße draußen, kommt dort eine Quartiermacher-Patrouille, Soldaten daher geritten. Kaum haben das die Anten gesehen, machen sofort kehrt ein und schwimmen in den Hof zurück und schreien, damit die anderen Viecher verständigen. Soldaten kommen, Soldaten kommen, Soldaten kommen, Soldaten kommen, Soldaten kommen und sind in den Hof hinein. Kaum waren sie im Hof drinnen, steht dort schon der Hof und knurrt und fragt, und da ist ein alter Ochs in einer Mistwagen eingespannt gewesen, hat ganz traurig die Antwort gegeben und hat gesagt, aus Mammer, aus Mammer. Und der Pferd ist daneben gestanden, hat ausgequetscht und hat gesagt, schon wieder, schon wieder und schon wieder. Und jetzt sind sogar in dem Durcheinander die behäbigsten Vögel nervös geworden. Und da war ein alter Truthahn, der hat so einen Rat geschlagen, hat den Kopf zurückgelegt und hat dahergeholt. Aber laute Kavallerie, aber laute Kavallerie, aber laute Kavallerie. Und dann ist eine ganze Gänseherde dahergewachsen gekommen, hat lange Häus gemacht und hat dann gesagt, oh Gott, die Angst, oh Gott, oh Gott, die Angst, die Angst, die Angst, die Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Angst. Und durcheinander ist auf einmal ein Gasficht, oder sagen wir besser eine Ziege und eine Katze im Brunnen hineingefallen. Und da ist ein altes Schaf mit einem jungen Schaf zu dem Brunnen hingegangen, hat blöd hineingeschaut, nämlich ein Schaf kann ja gar nicht gescheit schauen. Nicht? Und hat gesagt, Sie ertrinken alle beide. Und das junge Landl ist daneben gestanden, hat die Liat ums Gesicht gemacht, denn es war ja die Tochter von der Mutter, hat mit dem Schlaf gewogen und gesagt, das ist einmal leer. Und dann ist eine dicke alte Sau zu dem Brunnen hin und hat gesagt, kommt's rauf, das hat aber nichts genützt. Denn beregte Ziege ist unten gestanden und hat drauf geschaut, es ist mir unmöglich. Und die Katze, die ist auch aus der Nase drunter, hat gesagt, miau. Und da ist dann noch ein alter, pensionierter Turteltauber am Schlag umgesessen, hat sich einen solchen Kropf wachsen lassen und hat da runtergeschimpft, aber so gibt's doch ein Ruh. Aber so gibt's doch ein Ruh. So gibt's doch ein Ruh. Aber auch das hat nichts genutzt. Und die ganzen Hängel sind am Misthaufen durcheinander geflogen, haben mit dem Flügel geschlagen und haben mit einer Schön, um Gottes Willen, ist das ein schrecklicher Tag? Ist das ein schrecklicher Tag? Ist das ein schrecklicher Tag?